Kennst du den geheimen Grund, weshalb du einen Salatkopf auf deinen Tisch schmettern solltest, bevor du ihn benutzt? Diesen und zwei weitere geniale Bonustricks zeige ich dir in diesem kurzen Video. Denn das erste, was du machen solltest, wenn du einen Salatkopf kaufst, ist ihn aus dieser Tüte herauszuholen, in der er meistens gelagert ist. Jetzt solltest du die ersten braunen und welken Blätter entfernen. Denn so kannst du dafür sorgen, dass er schon mal etwas länger frisch bleibt. Doch es gibt noch zwei weitere geniale Möglichkeiten, wie du dafür sorgen kannst, dass er deutlich länger frisch ist. Für die erste Variante brauchst du Zeitungspapier. Denn du kannst jetzt seinen Salatkopf, so wie er ist, eng in Zeitungspapier einwickeln. Danach solltest du ihn dann noch in eine Plastiktüte geben, diese verschließen und in deinen Kühlschrank legen. Denn tatsächlich hast du es durch diese Prozedur geschafft, dass der Salatkopf bis zu 10 Tage komplett frisch bleibt. So kannst du ihn auch noch deutlich länger genießen. Für die zweite Variante solltest du ebenfalls den Salatkopf aus der Tüte holen. Dies funktioniert besonders gut bei solchen Roma-Salaten, wie du hier sehen kannst. Wickele ein Papiertuch unten um den kleinen Stamm. Jetzt solltest du diesen einmal ordentlich anfeuchten. Mache das am besten mit einer Sprühflasche. Sobald er einigermaßen nass ist, solltest du diesen dann noch in Frischhaltefolie eng einwickeln und dann auch in den Kühlschrank legen. Auch so wird der Salat deutlich länger halten. Doch warum solltest du den Salatkopf jetzt auf deinem Tisch aufschlagen? Dies funktioniert besonders gut bei einem solchen Eisbergsalat. Dafür wollen wir den Stamm auf den Tisch schlagen und zwar mit voller Kraft, wie du hier sehen kannst. Mache das Ganze einmal richtig kräftig. Sobald du es getan hast, kannst du ihn wieder umdrehen und wirst jetzt sehen, dass du den unteren Stamm hier in einem ganzen Stück aus dem Salatkopf herausholen kannst. Der Vorteil daran ist, dass wenn du sowieso den ganzen Salatkopf benutzen möchtest, hast du jetzt alles herausgeholt mit einem beherzten Schlag auf den Tisch, was du nicht essen kannst. Den Rest vom Salatkopf kannst du jetzt so, wie du ihn hier hast, komplett schneiden und verwerten. Das geht tatsächlich deutlich schneller, als ihn einzeln herauszuschneiden und du hast am Ende wirklich nur den Stamm rausgeholt. Möchtest du jetzt noch wissen, warum du Klebeband auf deine Tomaten kleben solltest, dann schau dir auch unbedingt das Video an, welches du jetzt auf dem Bildschirm siehst. Klicke direkt drauf.